Ja, hallöchen und herzlich willkommen zur 160. Folge von Hard Economic Done hier im American Truck Simulator mit dem Hard Economic Mode von Klaas und erneut einen Gefahrgutauflieger an unserem Sattelschlepper angekoppelt. Jo, Ende der letzten Folge haben wir uns ja etwas noch über Immobilienpreise echauffiert, haben uns da etwas entsetzt, dass die so in die Höhe geschnippt sind. Aber es nützt nun mal nichts. Es nützt nichts. Wir müssen erstmal weiterfahren. Im Zweifelsfall ist eigentlich die Faustregel, wenn wir erstmal nicht weiter wissen und sind gerade irgendwie am Verzweifeln, was sollen wir tun? Im Zweifelsfall fahren. Fahren ist immer gut. Ja, was haben wir denn geladen hier? Wir sind immer noch in Oxnard in Kalifornien, haben bei der Firma Chevron geladen. Hier gucken wir keine Schwelle, hier können wir Gas geben. Dann Oxnard Ethan ist wieder mal unser. Das hätte ich vielleicht noch geschafft, oder? Das hätte ich garantiert noch geschafft. Oh, nee. Ja, Ethan haben wir wieder geladen. Wieder mal 30.500 Pounds, umgerechnet 13,9 Tonnen. Kennen wir ja so langsam, ne? Ist eben auch das Bestbezahlteste, was man fahren kann. Momentan zumindest. Ja, und die ganze Schose soll nach Springfield gebracht werden. Springfield um US-Bundesstaat Missouri. Ja, genau. Da. Wo die Simpsons wohnen. Genau dorthin. Ja, vergütet wird das Ganze mit recht beachtlichen 2 Dollar pro Meile. Bei einer Distanz von 1699 Dollar, Meilen, Entschuldigung, 1699 Meilen, umgerechnet 2735 Kilometer, ergibt sich da eine Gesamtvergütung inklusive Zuschläge und so weiter und so fort von sage und schreibe 3502 Dollar. Das ist mal eine Ansage. Ja, zur Route selbst, ich brauche wahrscheinlich jetzt noch nicht auf alles eingehen, aber so die ersten Meilen, die wir jetzt halt so fahren. Wir befahren jetzt die California 58 Richtung Barstow, da vorne im obersten Eckchen vom Navi sieht man schon die 58. Ja, die California 58 nach Barstow, anschließend geht's einen Teil auf die Interstate 15, dann auf die Interstate 40 Richtung Kingman, Flagstaff, Holbrook und so weiter und so fort. Die Interstate 40 wird uns eine Zeit lang begleiten. Aber da werden wir heute noch gar nicht großartig hinkommen. Uiuiui. Bisschen suboptimal genommen die Kurve.
mal die große 7 nehmen hier. Ja, es geht jetzt erstmal ein bisschen über Land hier. Wo wir losgefahren sind, nicht wo, das ist ja vorhin nur als wir losgefahren sind, hat man noch etwas mehr wie 5 Stunden Fahrzeit. Ich habe mich mal so grob Basto Beggars viel orientiert mit unserer Pause. Musste bzw. durfte aber auch feststellen, dass wir da relativ viele Möglichkeiten haben, Pause zu machen. Von daher, ob ich mir jetzt nicht einen bestimmten Parkplatz respektive Rasthof rausgesucht, den ich dann nun anfahren möchte, sondern ich fahre einfach und wenn es halt soweit ist, dann suche ich mir das Erstbeste raus oder das Nächstbeste und dann machen wir da unsere Pause. Ganz unkompliziert. Ja, Fahrzeit für diese 1699 Meilen beläuft sich auf 44 Stunden. Ich sage es immer wieder, reine Fahrzeit, ohne Pausen ist das. Und ich habe es natürlich wieder mal ausgerechnet. Ich habe es wieder mal ausgerechnet, wenn wir das auf unsere Schichtzeit umrechnen, sind wir exakt 3 Tage und 1 Stunde unterwegs. Erwartet wird das Ganze am Freitagabend bis spätestens 22 Uhr. Und so wie ich das ausgerechnet habe, vermute ich mal, dass wir Freitagnachmittag so zwischen 15 und 18 Uhr dort aufschlagen. Ich fahre viel zu schnell, Mensch. Das ist Firma Chevron in Springfield, die das hier erweitert. Die Firma Chevron. Okay, links der Biger ist grün. Aber jetzt wir. So, ja, ich würde ein paar Folgen füllen, diese Tour, immer eine richtige Fernverkehrstour wieder. In Simpsons Land. Das ist also so eine Serie, die Simpsons, das ist eigentlich total hirnverbrannt. Aber irgendwo hat es so einen Kultstatus erreicht, zumindest bei mir. Wo ich mir das wirklich ganz gerne angucke. Hin und wieder, also ich gucke das eigentlich nicht regelmäßig. Ich kenne aber weit nicht alle Folgen, wie manche eingefleischte Fans, die dann wirklich jede Folge kennen. Und also so schlimm ist es bei mir nicht. Wenn ich mal ganz viel Muse habe, das war, ich glaube, dieses Jahr noch gar nicht. Wir haben schon November. Dann mache ich mal abends den Fernseher an und guck mal rein, aber ansonsten eigentlich gar nicht. Hat stark nachgelassen. Aber als ich noch geguckt habe, hatte ich wirklich Spaß dran.
einfach mal Kopf ausmachen, sich berieseln lassen, 20 Minuten. Das passt schon mal, das kann man ruhig mal machen. Das machen andere den ganzen Tag, lassen den Kopf aus. Wo ist der Parkplatz? Ach hier. Aha. Verstehe. Was ich nicht so richtig verstehe, ist die Parkanordnung. Steht da was im rechten Spiegel? Ich sehe da gar nichts. So, denke ich, können wir stehen bleiben. So sollte das passen. Ne, da war nichts im rechten Spiegel. Sah nur so aus. Gut. Dann machen wir mehr als wohlverdiente Pause. 5:30 Uhr morgens. Juhu, der frühe Vogel, ne, und so. Kennt den Spruch. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Habe ich mal gelesen an so einem LKW, an so einem Schmutzfänger am Auflieger. Wisst ihr, diese langen, durchgängigen Schmutzfänger. Die könnt's gerne mal am Auflieger hinten dran hängen. Mal Spruch gelesen, da stand drauf, der frühe Vogel kann mich mal. Weißt du Bescheid, ne? Ist eher so der Spätabendsfahrer. Oh, das war auch richtiger Oldtimer. Richtiger Oldtimer-Truck. Hier vorne wäre der nächste Parkplatz gekommen. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe, dass wir hier in der Region recht gut bestückt sind mit Park- bzw. Rastplätzen. Ja, da braucht man sich keine große Raste machen. Hätten wir bisher erfahren können noch, oder wie gesagt, das wurscht. Völlig egal. Oh, jetzt geht's hier ein bisschen bergab hier, einwandfrei. Boah, hier ist was los hier. Diese Stroh- oder Heuballen oder was das hier ist. Toll, eine Interstate-Kreuzung. Oh, das habe ich glaube ich schon. Ne, habe ich nicht geschaltet. Ich dachte schon, ich hätte eine Nachschaltgruppe betätigt, aber
glaube ich nicht. Jo, wir können uns schon mal auf eine etwas längere Standzeit einstellen. Rescale, da fällt es mir auch wieder ein. Rescale, also zu gut Deutsch, die Maßstabsanpassung der Karte hier im American Truck Simulator soll ja nun, ja, mehr oder weniger schon fast abgeschlossen sein. Ich nehme das Video auf am 16. November. Für mich gestern. Für euch vor circa einer Woche. Hat SCS Software im Forum angekündigt, dass wir nun hier in die Open Beta gehen mit dem Rescale und das ganze Gedöns. Also wir sind quasi auf der Zielgeraden. Ne, mit dieser Maßstabsveränderung oder ja, ist eigentlich Maßstabsveränderung ist schon fast ein bisschen wenig, nicht wirklich aussagekräftig, sagen wir mal, mit dieser Kartenüberarbeitung, ne, wird ja nicht nur der Maßstab geändert, sondern wir kriegen auch ja ein bisschen verbesserte Infrastruktur, sprich zum Beispiel, wo wir gerade waren, so eine Interstate-Kreuzung wird ja abgeschafft. Und das ist ja das, worauf ich mich am meisten freue. Wer jetzt denkt, wir können hier vielleicht schon in der nächsten, übernächsten Folge damit fahren, nein. Nein, machen wir nicht. Das kommt jetzt, ja, ist alles jetzt ein bisschen fraglich, wie wir auch mit unserer Tour hier klarkommen, wie die Mods kompatibel sind und so weiter und so fort. Fakt ist eins, der Freightliner FLB, der muss laufen. Auf der neuen Spielversion muss dieser LKW laufen. Punkt. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion, da gibt es auch keine Kompromisse. Soll das nicht der Fall sein, wird nicht gepatcht. So lange, bis es ein Update gibt von den FLB oder bis wir eine Alternative gefunden haben. Allgemein fahre ich diese Spielversion, die ich jetzt gerade fahre, das ist hier, was ist das eigentlich für eine? 1.4er, glaube ich. Das müsste 1.4er sein. Müsste die 1.4er Version sein, ja. Die fahre ich so lange, bis halt die Mods alle funktionieren. Das Einzige, worauf ich unter gewissen Umständen verzichten würde, könnte, sollte, für einen gewissen Zeitraum, ist die Karte selbst hier. Sprich, jetzt hätte ich fast ProMods gesagt, nee, das ist hier was anderes, das ist MaxoScan featuring Coast to Coast. Darauf könnte ich verzichten. Das mache ich aber auch nur, wenn ich nicht gerade hier in irgendeiner mörderischen Tür bin und ich nicht gerade irgendwo mitten auf dieser Modkarte bin. Also sprich, wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Springfield, egal was an Patches und Updates und tralala kommt, und wir fahren dann von Springfield aus, wenn wir was finden, wieder, ja, entweder Kalifornien, Arizona oder Nevada, irgendwo dorthin. Und wenn ich dort bin und ich sage mir dann, okay, wir verzichten erstmal auf diese extrem große Karte und nehmen erstmal die frisch überarbeitete Standardkarte, dann können wir das können wir machen, das geht, ist kein Problem. Aber ich wäre jetzt nicht, wenn ich hier irgendwo in Springfield oder New York City hier an der Ostküste bin, nicht hier großen Patch drüber jagen und dann und mich dann wiegen lassen. Nee, und dann an der Westküste wieder aufwachen. Das machen wir nicht. So, Speedlimit mit 15 Meilen pro Stunde. Wenn wir abreißen, hier blitzen sie auch gerne.
da wir nicht geblitzt werden wollen, machen wir auf der Innenseite eine Gefahrenbremsung. Und bremsen den Verkehr auf, aus, nur damit wir hier nicht geblitzt werden, weil Toleranz gleich null ist. Ja, 65.000 Pounds, ich muss mal kurz auf meinen Zettel schielen. Das entspricht in etwa 28, 29 Tonnen. Also ganz grob überschlagen. Das ist also Fliegengewicht eigentlich. Ist aber nicht sonderlich schwer. So, weiter geht hier die große Reise. Ja, ich komme nicht gedacht, dass wir so weit kommen hier. Interstate 40 und so weiter und so fort. Ja, das schaut aber gut aus. Ja, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Auf diesen Rescale, es wird höchste Zeit. Der Maßstab verändert sich ja dann übrigens, darum geht es ja eigentlich, das ist ja das Hauptziel, von 1 zu 30 auf 1 zu 20, glaube ich. Oder 1 zu 24. Also wir haben dann den gleichen Maßstab, also wenn der Rescale absolviert wurde, haben wir den gleichen Maßstab wie im Euro Truck Simulator 2. Ja, bin ich eigentlich davon von herein, als der ATS released wurde, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das so ist, dass die Kartenmaßstäbe gleich sind, aber waren nun doch nicht an dem. Weiß ich nicht, wie sie auf das schmale Brett gekommen sind, hatten wir aber, glaube ich, schon mal das Thema, dass ihnen das relativ früh einfällt. Aber was willst du machen? So, jetzt sind wir hier im US-Bundesstaat Arizona. Gibt es erstmal 5 Meilen mehr auf dem Tempomat. Man kann es sich leisten, ne? Auch immer wieder. Logistic Area. Hab ich auch noch nie geladen oder abgeladen da drüben. So, was machen die hier für Stehversuche? No, jetzt fahren sie doch wieder zu. Also erst laufe ich auf und dann komme ich nicht vorbei. Das ist schon komisch irgendwie, oder? Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen im toten Winkel. Ich wollte gerade sagen, der ist immer noch neben mir. Das muss man sich dann merken. Ups, nee. Ich bin gerade auf die rechte Spur, habe ich gesehen, dass die hier abgeht hier. Und der guckt, ja, ist der Käfte mit seinem weißen Sedan. Ja,
Ja, es ist nur, wenn man gutmütig ist, will die linke Spur frei halten, passiert halt sowas. Lässt man sich mehr oder weniger freiwillig ausbremsen. So, da sind wir wieder bei so einem Pickup hier. Habe ich glaube schon mal gesagt, dass die wahrscheinlich zählen oder unter Trucks zählen, dass die so langsam fahren. Oh, Camp Verde. Kennen wir auch, ne? War schon ein paar Mal durchgefahren. Flagstaff. Unsere Richtung. Ah, was wollt ihr von mir? Das sieht man aber nicht, wenn man es nachträglich einblendet. Ja, war eine Kreditrate. Stimmt, Uhrzeit. Hier weiß ich es ja. 12.20 Uhr, genau 12.16 Uhr oder so wird die Kreditrate abgezogen. Immer mal wieder aufs Neue. Ich bin ja schon überlegen, wie wir es mit unserer Firma, mit unserem Firmenausbau machen. Das ist mir alles ein bisschen suspekt hier, dass jetzt die Immobilienpreise so in die Höhe geschossen sind. Erst wollten sie für den Ausbau meiner Garage mal 100.000 Dollar haben. Jetzt wollen sie 180.000 Dollar haben. Die müssen auch denken hier, ich habe ein Leben wie auf der Fritz Heckert hier. Ich heiße Don Stefano, nicht Rockefeller. Wie soll ich in das Geld reinfahren? Aber es scheint keinen zu interessieren. Ich muss nicht mal mit dem Makler sprechen, vielleicht kann ich dir noch mal irgendwas machen. Also diese utopischen Preise hier. Es sinken sie mit den Frachtpreise hier. Die Makler kriegen sie eine Platte hier, wollen fast das Doppelte für den Ausbau haben. Da müssen diese fehlen mir echte Worte. Stinkreiche Schnösel hier, kriegt den Rachen nicht voll genug. Hier wollen immer mehr Kohle hier. Kapitalistischen Dreckschweine. Boah. Ja, jetzt rege ich mich schon wieder auf. Nee, machen wir nicht, ne? Machen wir nicht. Wir fahren erstmal, sehen zu, dass wir unseren Kredit, den wir jetzt haben, loswerden. Und dann machen wir uns mal einen Plan, wie wir an dieser herangehen. Firmenausbau, LKW-Kauf etc. pp. Und ja, bis es soweit ist, würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle hier jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo und einen Kommentar. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, fahrt schon rechts. Grüßt die Leute. Macht's gut. Ciao.